Ja, guten Abend und herzlich willkommen. Der 29. Spieltag ist absolviert. Bayer 04 Leverkusen ist deutscher Meister, erstmals in der Vereinsgeschichte. Herzlichen Glückwunsch also. Und damit soll es auch das dazu gewesen sein. Denn was interessiert uns hier der Meisterschaftskampf? Hier geht es nicht um Siege, um Shampoos-Feten und um Titel und Erfolge. Nein. Hier geht es im Kellertalk um den Abstiegskampf, um Existenzängste, um Dramen, um Schweißperlen auf der Stirn, um den Arsch auf Grundeis. So, das ist genau das, worum es geht. Und wir mischen hier leider mittendrin in der ganzen Geschichte. Und wie gerade schon gesagt, der 29. Spieltag ist absolviert. Lasst uns also einmal einsteigen und schauen, wie sich das alles entwickelt hat an diesem Spieltag, wie die Konkurrenz gespielt hat, wie gegenwärtig so die Form der unteren Mannschaften ist, die jetzt in einem Abstiegskampf sich alle befinden, gegen wen sie in den kommenden Wochen so überall hin müssen und ja, wie irgendwo so ein bisschen die Prognose ist gegenwärtig, die Verfassung auch einfach. Also, wie gewohnt einmal hier die Tabelle. Und da sehen wir ja eben also den aktuellen Stand unten. Es hat der FSV Mainz 05 gewonnen, die sich hier in einer guten Verfassung gegenwärtig befinden. Köln hat erwartungsgemäß sein Spiel in München verloren. Wir nur unentschieden zu Hause gegen Heidenheim. Und ja, vor uns auch sind die Teams mit Wolfsburg, mit Union Berlin und Bremen. Noch mit einem kleinen Vorsprung, allerdings auch extremst formschwach. Deswegen allen voran aus meiner Sicht, würde ich sagen, nach 29 Spielen sind auch definitiv jetzt die Wolfsburger im Abstiegskampf angekommen und auch Berlin und allen voran Bremen, die momentan sich noch etwas sicher fühlen können, sollten sich allerdings nicht allzu sicher fühlen aufgrund des Punktevorsprungs, denn die verlieren jetzt auch Woche um Woche jedes Spiel und das kann dann relativ schnell gehen. Also ihr seht, aus meiner Sicht hat sich der Abstiegskampf um diese Teams erweitert und ihr seht jetzt hier auch gegenwärtig die Form der Teams in der unteren Tabellenhälfte der letzten 5 Spiele. So sieht das also auch gegenwärtig aus, so stellt sich das dar. Momentan ist de facto eigentlich nur der FSV Mainz 05 seit Wochen auf einem absoluten Hoch und der Rest ja, dümpelt da irgendwo so, siecht vor sich hin, kommt nicht so richtig vom Fleck, kann nicht den entscheidenden Schritte machen. Ja, und zerrt irgendwo vom Punktepolster, das man sich zuvor irgendwie angefressen hat und hofft darauf, dass irgendwo die Konkurrenz halt einen nicht einholt. Das sieht also so gegenwärtig aus. Also im Folgenden, ich habe es ja auch letzte Woche schon gesagt, also ganz klar, jetzt nach diesem Spieltag, wie schon erwähnt, Bremen und oder allen voran Wolfsburg definitiv im Abstiegskampf. Allerdings möchte ich mich in der Folge jetzt auch weiterhin erst einmal auf uns und auf die Teams unter uns konzentrieren, einfach aus diesem Grund, weil ich mir gegenwärtig noch nicht so richtig vorstellen kann, wie wir eine Mannschaft irgendwo über uns noch einholen sollen, ja. Und deswegen will ich jetzt, wie gesagt, Bremen und Wolfsburg soweit erwähnen. Union allerdings sparen wir uns das erst einmal noch auf, gucken, wie die kommenden Wochen sich entwickeln. Wir starten erst einmal, wie gewohnt, absteigend letztendlich mit uns. Wir sind auf Rang 15 nochmal an diesem Spieltag verweilen dort, haben also am Wochenende nur 1:1 gegen Heidenheim gespielt und ja. Wie ist jetzt die Gefühlslage, ehrlich gesagt? Ja, also ich meine, wenn man das jetzt aus der Perspektive betrachtet, ne, dass wir letztendlich dieses Spiel in letzter Sekunde noch 1:1 retten konnten, noch dieses Unentschieden gemacht haben, dann ist es allen voran für die Mannschaft, für die Moral definitiv wichtig. Man kann auch und der Mannschaft wirklich nicht vorwerfen irgendwo, dass sie es an Bereitschaft, an Willen, an Einsatz irgendwo hat vermissen lassen. Wir haben auch definitiv gesehen, die Mannschaft ist intakt, sie kämpft, sie will. Ja, nichtsdestotrotz, unterm Strich ist dieses Spiel ja auch einmal mehr nicht gewonnen worden. Ja, und ich bin eher jetzt so eingestellt, dass ich mich weniger über diesen einen Punkt freue, sondern einfach eine weitere vertane Chance zu Hause sehe, die wir nicht nutzen konnten für uns und uns, wie gesagt, nur vorläufig momentan auf diesem 15. Platz noch halten.
Denn allen voran, ja, stellt sich ja doch schon irgendwo die Frage, wie wollen wir denn jetzt noch künftig Spiele gewinnen einfach, ja, wenn wir es bis jetzt auch so nicht geschafft haben. Und das sind so auch so typische Aktionen, weißt du, wo ich immer mir so denke, ja, typisch für so einen Absteiger, ja, so jetzt, wie wir in Köln verloren haben, das Spiel letzte Woche, wie wir uns um die eigenen Siege irgendwo bringen, wie wir jetzt auch gegen Heidenheim eigentlich den Gegner weitestgehend unter Kontrolle haben, es eigentlich nur so in eine Richtung läuft, vom Gegner nicht viel kommt, aber du bringst trotzdem durch Slapstick-Einlagen dann den Gegner de facto auf die Siegerstraße und hast dann zum Glück noch das repariert, was du dort angerichtet hast, ja. Also, die Sache ist die, ich kann das momentan nicht richtig positiv nach vorne schauen, weil ich sehe allen voran, wie gesagt, das Spiel ist am Ende des Tages nicht gewonnen worden. Uns bleiben jetzt 5 Spiele zum Ende. Wir haben davon 3 Auswärtsspiele und die Gegner kommen näher ran. Die kommenden Gegner, gegen die wir spielen, sind allesamt definitiv besser als wir. Ja? Und deswegen unterm Strich, ja, ist die Freude irgendwo nicht wirklich gegeben. Ich sehe viel, viel mehr die Gefahr. Was irgendwo kann uns letztendlich irgendwie doch noch Hoffnung machen oder beziehungsweise wie kann man das irgendwo noch versuchen, anders rumzudrehen? Natürlich, gegenwärtig nach 29 Spielen stehen wir weiterhin auf diesem 15. Platz, auch wenn es nur noch ein Pünktchen ist, ja, der uns da von Mainz trennt. Ich hatte das ja in der Couch-Analyse auch schon mal angeschnitten. Das ist ja natürlich jetzt auch so gewesen in den vergangenen Wochen, ja, wo wir diese Wochen der Wahrheit gehabt haben. Dass natürlich, ich denke, nicht nur von außerhalb, aus dem Umfeld heraus, die Erwartungshaltung irgendwo etwas höher gewesen ist, wo man einfach gedacht hat, ja, die Heimspiele gerade dort, die ziehen wir, ja, und dann können wir es in diesen Spielen regeln. Sicherlich hat sich auch irgendwo die Mannschaft das vorgenommen, ja, und das war ganz sicher intern auch irgendwo das Ziel, einfach, ja, allen voran diese Heimspiele zu ziehen und in diesen direkten Duellen deutlich mehr Punkte zu holen, um dann schon über die 30er-Punkte-Marke zu springen, das zu knacken und ja, dann einfach irgendwo Ruhe zu haben, ja. Was nicht gelungen ist und da hat man sich sicherlich einen gewissen Druck auch selber gemacht, aufgebaut und ja, es zeigt sich irgendwo einmal mehr in diesen Spielen, das können wir wohl nicht so wirklich, da sehen wir schlecht aus. Jetzt haben wir also, und das seht ihr ja dann hier auch eingeblendet, in den letzten 5 Spielen, das ist ja unser Restprogramm. Wie ich gerade schon erwähnt habe, 3 Auswärtsspiele, nur noch 2 Heimspiele und wir spielen und so hat sich das jetzt auch entwickelt über den Spieltag, ja. Noch gegen die Teams direkt vor uns, ja, also wir spielen ja nächste Woche in Wolfsburg, wir spielen bei Union Berlin, wir spielen in Bremen, am letzten Spieltag, denen ja auch schon über Wochen nichts mehr gelingt und vielleicht irgendwo einigen wir uns mal darauf zunächst, dass das eigentlich aber alles so Spiele jetzt sind, die da kommen, wo wir definitiv so vom Papier auch nicht grundsätzlich als Favorit in diese Spiele reingehen, ja, wo man von vornherein eher so mit dem Mindset reingeht, allen voran die Auswärtsspiele, da sind wir ja auch schon so gezeichnet irgendwo durch die jüngere Vergangenheit. Da gehst du doch eigentlich eher rein, da erwartet man doch eigentlich nichts. Ne? So irgendwo ist die Erwartungshaltung noch in der Regel. Also irgendwo, da kann nichts werden, ist schon vorprogrammiert, ja, zumindest von außen. Und vielleicht fühlen wir uns dann in den letzten 5 Spielen in dieser Rolle des Underdogs, ja, dessen, wo niemand irgendwas erwartet, deutlich wohler dann, ja, auch schon nächste Woche in Wolfsburg, als es in den vergangenen Wochen gewesen ist, wo von vornherein die ganze Woche über erzählt wurde, dass dieses Spiel irgendwo gewonnen werden muss. Ne? Auch die kommenden Spiele müssen irgendwie gewonnen werden, das ist ja klar, sonst geht es runter. Ne? Aber wie gesagt, ne, wie gerade erwähnt, wir haben also jetzt so Duelle, wo vielleicht wir eben nicht in der Favoritenrolle sind und wo wir vielmehr wieder aus einer Rolle kommen, gerade auswärts, wo wir die Konkurrenz irgendwo eher etwas ärgern und nerven können, irgendwo einen Punkt da einführen. Wer weiß, ich weiß nicht wo, ich weiß es nicht wo, wo uns dann der Dreier gelingt, ja. Und
wo dann die Konkurrenz irgendwo nervöser machen können. Ja, denn dort geht natürlich langsam auch gewissermaßen die Düse allen voran, so bei Wolfsburg, ja, oder dann bei den Teams in Union, Bremen, die noch vor uns stehen momentan mit den Punkten, ein paar Punkten, die sich ja längst nicht sicher fühlen dürfen. Und das wäre halt irgendwo so, was ich jetzt sagen würde. Schauen wir mal, ob nicht vielleicht, ja, das uns jetzt dann doch zugute kommt. Es ist nach wie vor machbar, aber nichtsdestotrotz, ich kann mir momentan nicht richtig vorstellen, wie wir jetzt irgendwie noch Spiele gewinnen wollen. Die Mannschaft haut alles rein, sie gibt alles, aber wie gesagt, hinten Slapstick-Einlagen, vorne, wenn, dann haben wir Pech, Unvermögen oder auch versieben Dinger teilweise. Wie gesagt, das hier so ein bisschen meine Eindrücke gegenwärtig, meine Meinung zu uns. Hoffen wir irgendwo einfach mal das Beste nächste Woche, also in Wolfsburg. Sicherlich ein extrem wichtiges Spiel, da werden wir uns noch mit den Wolfsburgern etwas mehr beschäftigen. Und ja, das ist so ein bisschen das, was mir gegenwärtig zu uns einfällt. Kommen wir doch mal zum kommenden Mannschaft, zum FSV Mainz 05. Die jetzt an diesem Wochenende, ihr seht hier die Formtabelle auch eingeblendet soweit, so schaut das bei den Mainzern gegenwärtig aus. Seit Wochen Aufwind im Formhoch, gewinnen jetzt ihre Spiele soweit, ja, und haben sich bis auf einen Punkt an uns rangekämpft. Ganz klar, das muss man deutlich festhalten, in der jetzigen gegenwärtigen Verfassung, in dem Flow, in dem sie sind, würde ich fast schon sagen, die holen definitiv dann noch Bremen oder auch Wolfsburg irgendwo ein, ja. Aber ganz ehrlich, Obacht, Obacht auf der anderen Seite, denn ich bin auch gespannt, ob sie das jetzt weiterhin halten können. Also, denn wenn wir mal direkt auf das Restprogramm der Mainzer uns mal jetzt blicken, die letzten 5 Spiele, dann stellen wir ja gemeinsam fest, auch die haben jetzt 3 Auswärtsspiele verbleibend und nur noch 2 Heimspiele. Davon das eine Heimspiel ist gegen Dortmund zu Hause, die dann ja auch noch mit Leipzig um die Champions League-Teilnahme irgendwo konkurrieren, um den letzten Platz. Und ja, die Mainzer bis dato in der Saison sind auswärts auch schwach. Die haben ja nichts bis dato auswärts auf die Kette gekriegt. Und jetzt in Freiburg halt, dann in Heidenheim, am letzten Spieltag, wer weiß, wie wichtig dieses Spiel gegen Wolfsburg noch werden kann auswärts. Ja, das hängt jetzt natürlich auch so ein bisschen davon ab, was wir nächste Woche gegen Wolfsburg machen, ob wir die tatsächlich irgendwo dort reinziehen können. Das wäre es natürlich. Ja. Und deswegen, je nachdem, bin ich mal gespannt, ob die Mainzer das in den kommenden Wochen also auch so aufrechterhalten können mit den Auswärtsspielen im Gepäck, wo sie einfach über die Saison auch schlichtweg nicht performt haben. Und lassen wir uns da überraschen für hier und heute. Ganz klar sind sie die Mannschaft der Stunde in der unteren Tabellenhälfte, sind diejenigen, die oben auf sind und dran und drauf letztendlich auf das rettende Ufer zu springen. Nächste Woche, wie gesagt, in Freiburg, schauen wir mal. Das ist sicherlich auch kein Zuckerschlecken dort, ob sie auch dort letztendlich punkten können, ihre Form bestätigen können. Wir werden es sehen. Aber das will ich nur mal so mit reingeben jetzt noch, dass ich mir da jetzt gar nicht mal so sicher wäre, ob sie das dann aufrechthalten können. So, von den Mainzern zu den Kölnern beim 1. FC Köln. Auch an diesem Wochenende, ja, die erwartete Niederlage, ja, in München. Mit 0 zu 2 dann letztendlich, wie gesagt, das war an sich klar, dass dieses Spiel eigentlich nicht gewonnen werden kann, auch wenn die Münchner die Bundesliga schon abgehakt haben. Und ja, deswegen blöd für Köln definitiv und das tut natürlich extrem dann weh, dass Mainz halt also das Heimspiel gegen Hoffenheim gezogen hat, deutlich. Somit haben die sich ja jetzt wiederum auf 4 Punkte von den Kölnern distanziert. Die Kölner haben also jetzt wieder keinen direkten Kontakt mehr zum rettenden Ufer. Allerdings, beim 1. FC Köln brauchen wir auch uns gar nicht extrem lange aufhalten. Ich blende euch mal das Restprogramm hier ein, die letzten 5 Spiele, und dann ist es ja auch vollkommen klar, für den 1. FC Köln sind die nächsten beiden Spiele, das sind die entscheidenden Spiele jetzt der Saison, die entscheiden über alles letztendlich. Das Heimspiel gegen Darmstadt, gegen die aus meiner Sicht jetzt zwar noch nicht rechnerisch, aber faktisch abgestiegenen Darmstädter. Ja, nach der Niederlage heute und den 12 Punkten Rückstand auf den Relegationsrang wohlgemerkt, ja, haben nächste Woche die Kölner also die Chance, ja, dort wieder näher ranzurücken. Dann gibt es dieses direkte Duell in Mainz, ja, wo natürlich das uns gegebenenfalls auch in die Karten spielen kann, wenn.
wenn wir endlich mal anfangen, Spiele zu gewinnen. Ja, dann würde uns das Spiel, dieses direkte Duell, extrem helfen. Ja, und deswegen, also für die Kölner aus meiner Sicht, aus den letzten 5 Spielen, entscheidet sich eigentlich alles in den nächsten beiden, an den nächsten beiden Wochenenden. Ja, das ist das alles Entscheidende. Und danach wird man dann sehen, für die Kölner, wie es ausschaut. Je nachdem, wie wir uns anstellen, kann dort gegebenenfalls auch dann für uns der direkte Abstieg abgehakt werden. Oder aber, ja, wie befürchtet, rutschen wir dann erstmal richtig noch auf den vorletzten Platz. Wir werden es sehen, ja. Das also gegenwärtig soweit zur zweiten Ausgabe, würde ich fast schon sagen, des Keller Talk. So schaut das also gegenwärtig unten aus. Wie eingangs gesagt, die Mannschaft vor uns sind mittendrin. Schenke ich mir aber noch. Gucken wir mal, wie sich das am nächsten Spieltag entwickelt. Wir können selbst letztendlich dafür etwas tun, dass wir in Wolfsburg ja das Team komplett mit runterziehen und uns selber letztendlich dann auch helfen, ja. So, das dazu. Schauen wir also, wie es weitergeht. Wir hören uns dann im Hinblick auf das Spiel gegen Wolfsburg. Und euch noch einen schönen Restsonntag und einen guten Start in die Woche. Bis dahin also. Tschüss.